Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Dungeon Crawler quasi gerade aktuell oder Labyrinth Crawler. Siehst lustig aus, mein Freund. Siehst ein wenig lustig aus. Alle sehen so ein bisschen lustig aus. Jedenfalls Divinity Original Sin 2 und so. Ich habe irgendwas gehört gerade. Irgendein Freak, der gesprochen hat. So, und wo kam ich her? Hier? Nee. Ah ja, hier. Genau, hier ist der Gargoyle-Kopf und jetzt bin ich hier drin und weiß natürlich nicht, was ich tun soll, aber wir erkunden brav mal die Gegend. Careful now. That's a trap. Was sieht da fix mit der Trap hier? Was denn für eine Trap? Sieht aus wie Magnesium oder so. Oder Quecksilber. Ja, meine Güte. Dann. Oh, die drei. Ja, das habe ich auch gewusst vorher schon. Warum gehst du denn da rein, wenn es schon entdeckt wurde, du blöde Kuh? Und wieso hackt mein Spiel schon wieder? Das kann doch nicht sein. Storage. Probleme hier. Nehmen Sie Ihren Finger bitte. Zack. Was? Was? Kann nicht geknackt werden? Willst du mich veralbern? Da muss ich da anders ran, offensichtlich. Okay, hierher. Kann das dann geknackt werden? Pass auf, am Ende komme ich hier gar nicht weiter, weil ich nichts mehr aufmachen kann. Und die Tür ist auf! Oder auch nicht. Hier ist so ein Dingens. Aha! Es klang, als wenn es von hier kommen würde. Oder aber, als wenn ein Schädel jetzt offen wäre. Pass auf, dann darf der Glückstypi mal ran. Vielleicht bringt das was. Nein, der. Bist du der Glückstypi? Komm ran, Red Prince. Please what? Ah! Ich glaube, das war Stop the Flame. Gut, ja. Nee, mache ich nicht. Schön brav dazwischen lang gehen, ne? Und klauen. Dum, 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 dum. Also voll hier. Das ist ja nicht so schön. Ja. Flüstern einer uralten gekillten Seele, bla bla bla. Das übliche, lustige Zeug. Kommst du da jetzt ran mit dem Schädel vielleicht? Tatsache. Ist denn hier noch irgendwo was aufgeploppt? Nicht wirklich. Da kommt mal alle ran. Also hierher so. Also ein Schädel quasi als Öffnungsmechanismus. The dust of millennia drifting from its pocked wings. Mir egal. Many have come this way. Few have survived. I invite you to join them. To join with you wäre lustiger gewesen, weil reimt sich und so. Gut, fein. Dann soll ich wohl da rein. Komme ich hier oder nein? Das ist auch mal. Bestimmt, wenn ich jetzt drin was mache und das Rätsel drin löse oder die Gegner besiege, kommt hier auch ein Schädel raus. Nehme ich mal stark an. Oder auch was ganz anderes. Nämlich jetzt einfach rüber teleportieren hier. Gut, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber bitteschön. Hier, da komme ich auch nicht rein, wie üblich. Habe ich nicht Feuer? Kann ich es nicht auffeuern? Erstmal versuchen wir es trotz alledem. Achtung! Ja, es war zu erwarten. Kann nicht gekackt werden. Oh! Ah! Alter! Was zum... Es hackt auch ohne Ende gerade. Na toll, ich kann neu laden. Coole Sache. Neu laden, please. Weil der auch irgendwie da ewig sein Schloss knacken musste und der Rest dann doof rumstand. Ich hätte mal die Leute trennen sollen, naja. Aber komischerweise ging es auf. Aber ich glaube, es war der Schalter, den ich nachher berührt habe, oder? So, willkommen zurück zu Divinity 2 und so weiter, ne? Blablabla, bla, bla, kennt man schon. Sei mal ein bisschen loser hier. Nein, ach. Dass man nicht automatisch an die Person anwählt. Die, nein, ach. Die man da rausholt, das ist so nervig. Zack. Ich will die Person, die ich trenne, auch gleich haben. Den trenne ich hier von allen anderen. Sollte man auch meinen, dass man ihn gleich ausgewählt hat eigentlich, aber naja. Klick. So, ach mal. Ja, ich weiß schon, kenne ich. Hier oben ist was zum Raufklettern. Ja, Mensch. Gruppe fügt sich zusammen.
Zusammen. Alle zusammen. Das ist doch nicht euer Ernst. Und du kommst dort oben ran. Und die Worse. Mir scheint dir nicht zu sein. Ah, toll. Da ist bestimmt eine Chance, dass da was extrem... Oh, hier ist auch was zum Raufgehen. Aber nichts, wovon ich jetzt ausgehen würde, dass was bringt. Da ist bestimmt eine Chance, dass da was ultra krasses drin ist, denn sonst wäre auch sowas hier nicht gemacht, oder was? Alle mitkommen. Reicht die theoretisch, wenn einer dahin geht und der Rest drüben bleibt? Ja, richtig. So, du gehst dann vorbei an der Trap. Oh, ich hab doch gerade getrennt, die Leute. Was soll denn das? Oh. Trennung ist auch irgendwie nicht so eindeutig gut gemacht. So. Dann muss ich mich mal heilen, weil hilft... Das ist so voll hier. Hilft dir alles nichts? Alle ausgut, obwohl die nicht im gleichen Team sind. Top-Sache. Du darfst mal eben einen Regenzauber wirken. Das ist mir alles nichts hier. Ein bisschen mehr Nässe, bitte. Es müsste nur noch der Nebel weg, dann wäre ich gänzlich zufrieden. Aber naja, man kann nicht alles haben. Komm mal hier. Was? Hä? Wieso gehst du jetzt darüber? Blöde Kuh. Nicht über die Fallen treten, ne? Weiß Bescheid. Daran. Tada! Ich speichere mal, weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Spiel. Careful now. That's a trap. Das dachte ich mir schon alles irgendwie. Das Ölfass. Wow. Kann ich bestimmt irgendwie woanders hinstellen. Denn hier ist mir zu gefährlich. Flop. Noch ein Trap da drunter. Was haben wir hier Schönes? Folterstuhl. Raufsetzen und Schaden nehmen, ne? Ja, natürlich. Die beste Sache, die man machen kann in diesem Spiel. Sie auf Foltergeräte setzen. Hallo, Ratti. Hier scheint es aber weiter nichts zu geben. Ja, toll, eine Kiste, aber... Ach, Glücks... Habe ich Glücksbringer drin bei ihm gerade? Nee. Da stand gerade Glücksbringer, Fahne. Aber es muss von ihm ausgewirkt haben, oder wie? Weil ich habe ja offensichtlich keinen Wert da drauf. Egal, die Kiste ist super hart. Hier, hör mal an. 6000 Leben. Das ist schon ordentlich. Dort war ich schon mal, dort war ich schon mal. Tja, aber... Hä? Was? Hä, was? Wieso bist du jetzt... Hä? Ich habe ihn ausgewählt gehabt, Mann. Was soll denn der Mist? So, hier ist auch weiter überhaupt nichts zum Mitnehmen, zum Machen. Also, irgendwie eine Sackgasse. Da komme ich auch nicht weiter, weil da ist keine Tür. Da oben ist eine Fackel, da auch, aber... Ach, immer. Tada. Und da ist der Schiedel. Ja, ja, du brennst, ich weiß. Muss ein scheiß Gefühl sein. Schön artig, brav dazwischen lang. Halt! So ist gut. Careful now. Ja. I'm always careful, Lee. Und der weiß schon Bescheid, weil er jetzt mal auch eingesammelt hat. Aber hier ist offenbar nichts weiter außer einer Truhe. Wie komme ich offenbar über diesen Weg dann rein? Denn hier ist keine Tür. Und auch sonst sehe ich hier nichts, wo man reinkommt. Doch, da ist noch eine. Ja gut, aber ob ich jetzt die Tür nehme oder die Tür, nimmt sich ja nichts. Aber guck mal hier. Hier wohnen Piraten. Krass. Jemals haben wir erstmal einen Schädelschlüssel. Aber ich habe das Gefühl, dass da auch noch einer rauskommen müsste. Und natürlich hier auch noch. Aber es kann auch täuschen. Ups, das war jetzt keine Absicht. Tut mir leid. Bam, 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 bam. Ja, ja. Alles ganz schmerzhaft hier. Dann darfst du hierher kommen. Der Zwerg darf auch gerne rüber zu uns. Dann heilen wir wieder mal alle. Weil das kann immer mal ganz praktisch sein, wenn man ständig Schaden nimmt. Ich bleibe erstmal getrennt mit allen Leuten, weil das scheint auch sehr sinnig zu sein hier. Bist du noch wesentlich woanders lang? Ist auch noch ein Gargoyle, sehe ich gerade.
Ist auch noch eine Tür. Ja, vielleicht komme ich ja irgendwie da drüben hin, ohne eine andere Tür aufzumachen. Zum Beispiel diesen Weg, aber nee, das ist auch eine Tür. Oh Manu. Ach, hier ist auch eine Tür. Also ist ja völlig wurscht, wo ich hingehe. Ich brauche überall so einen... Ach Mann, na gut, was soll's kommen. Gehen wir da rein. Another skull crumbled to bits. Denn da ist dieser Typ, der vielleicht was Spezielleres hat. The gargoyle taps one stony claw upon its plinth as it rasps. Ist mir egal. Tell me this, wanderer. How would mighty Brachus douse a man on fire? Mit Wasser? Oh. Vielleicht auch mit dem Kampf. Ah. Jetzt habe ich die gespeichert, ne? Toll. Warum hackt das so ekelhaft schon wieder? Das ist mein Freund sozusagen, ein Historiker, und ich muss... Ach, nur drei Skelette töten, das geht ja noch. Level 6 sind sie zwar, aber meine Güte. Das soll nicht so das Problem sein jetzt. Zorniger Scharfschütze. Au. Wow! Der hat mir alles abgezogen, was ich gehabt habe. Das ist ja ein Ding. Wie ungültiges Ziel. Ist der mit dem Weg bei dir, oder was? Ein AP dahin, bitte. Bin ja verlangsamt. Oh, jetzt habe ich es rausgezogen. Meine Güte. Das passiert aber auch zu schnell einfach. Zack. Geht doch. Und umgefallen. Hey, brenn eine Runde, ist nicht so schlimm. Brauche ich nicht. Zug beenden. Ja, ja, bla bla. Da ist wieder aufgestanden, das gibt's ja nicht. Die Sau. Wobei, jetzt speichere ich vielleicht auch für den Fernkämpfer da oben. Komm erstmal hier rüber, vielleicht. Oh, es brennt alles. Ich muss dringend hier... Ach, die ist gar nicht im Kampf drin, verdammt. Moment. Oh, das ist ja ärgerlich wieder. Ach, toll. Oh, fast alle tot. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, das zu, ich lasse meine Gruppe getrennt, ne? Oh, die ist jetzt sonst wann dran hier. Mann. Komm, stirb. Und gib mir ein paar Leben nebenbei. Brauche ich nämlich gerade ganz schön dolle. Kriegen ja echt zu wenig. Au. Oh, okay, Fahne wird gleich sterben. Das freut mich ja. Tolle Sache. Zack. Und noch einmal. Ja, wir makern gleich hier irgendwas. Das sage ich dir aber. Bleib mal lieber hier stehen. Ja, fein. Aber mal hier, ich habe ja das hier. Jetzt will ich ihm ein bisschen helfen. So. Dann ist das hier alles physisch hier. Also, bevor ich angreife, verstecke meine Leute mal ein bisschen lieber. Dass ich hier doch das Brennen weg, ich gerade sehe. Auch eine praktische Sache natürlich. Er selbst hat noch eigentlich genug. Niederschlagen bringt es gerade nicht so bei ihm. Also zack. Erstmal bitte einmal regnen lassen hier. Ich will nicht wieder brennen müssen. Das ist alles nicht schön. Vielleicht, wenn ich ihn jetzt auch lösche, hilft er mir im Kampf sogar, aber... Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Verdammt, hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich jetzt tue, was ich gleich tun möchte. Erstmal dieses hier. Halt hier auch wieder ein bisschen, mach mich stärker und so weiter und so fort. Ich will ja eigentlich das hier machen. Das fürchte ich, greife ich alle drumherum auch an, aber ich riskiere es einfach mal. Ach, links unterbrochen. Guck mal, es gibt mir gar nichts. Na toll, und ich habe nur noch zwei Punkte zum Machen. Na gut, dann. Wird am dümmsten Fall jetzt eh gleich sterben. Wobei ich kann natürlich auch noch magische Rüstung erstellen, damit er da ein bisschen immun ist. Ich glaube, die greifen damit gar nicht an, aber. Vielleicht dennoch ganz sinnvoll. Oder aber ich mache das hier auf den da. Vielleicht sogar sinnvoller.